Stell dir vor, du sitzt mit deinem Fahrlehrer im Auto. Du bist Fahranfängerin, musst dich konzentrieren und bist auf seine Hilfe angewiesen. Aber dein Fahrlehrer nutzt seine Machtposition aus. Also er hatte permanent seine warme, schwitzige Hand auf meinem Oberschenkel. Der Fahrlehrer verfolgt ein eindeutiges Ziel, auch bei einer zweiten Fahrschülerin. Dann, als ich irgendwie versucht habe, mich mit Ruckeln, so leichtes Ruckeln durch Lachen oder so loszureißen, ist er dann mit seiner Hand auch noch über meinen Po gestrichen. Die jungen Frauen trauen sich nicht, über die Vorfälle zu sprechen, bis die Polizei sich bei ihnen meldet. Kann vor Gericht bewiesen werden, dass der Fahrlehrer sie sexuell belästigt hat? Eine junge Frau erstattet Anzeige bei der Polizei in Göttingen. Ihr Fahrlehrer, den wir Manfred K. nennen, habe sie im Fahrschulauto wiederholt auf sexuelle Weise berührt. Aufgrund ihrer Anzeige startet Hauptkommissar Andreas Haubrich seine Ermittlungen. Warum sind Sie davon ausgegangen, dass Manfred K. keine einmalige Tat begangen hat? Ja, ich habe annehmen müssen, nachdem ich wusste, wie diese Tathandlungen passiert sind, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass ein sehr stereotypes Vorgehen diesem Handeln zugrunde gelegt haben muss. Das hat damit zu tun, dass ich in diesem Deliktsbereich der Sexualdelikte seit weit mehr als 10 Jahren tätig bin. Andreas Haubrich nimmt Kontakt mit der Fahrschule auf, in der Manfred K. die Geschädigte angefasst haben soll. Dort erfährt er, der Fahrlehrer wurde mittlerweile wegen anonymer Beschwerden aus ähnlichen Gründen gekündigt. Der Fahrschulleiter übergibt Andreas Haubrich eine Liste mit den Namen und Adressen aller FahrschülerInnen, die bei Manfred K. Unterricht hatten. Auf der Facebook-Seite der Fahrschule stößt Andreas Haubrich auf die Bewertung der Fahrschülerin Elisa. Sie schreibt, die Erfahrung mit den Fahrlehrern war durchwachsen. Der erste Fahrlehrer war erst seit 6 Monaten beschäftigt, wurde jedoch aufgrund einiger Vorfälle entlassen. Dies zeigt allerdings auch, dass der Inhaber von der Fahrschule die Anliegen seiner Schüler ernst nimmt. Sehr positiv. Sie ist die Erste, die Andreas Haubrich anschreibt. Im November 2020 sagt sie auf dem Präsidium aus. 1,5 Jahre später treffe ich Elisa in Göttingen. Sie erzählt, dass sie damals unter Druck stand. Sie brauchte den Führerschein dringend für ihren neuen Job. Hier hat ja im Prinzip alles angefangen. Was war damals die Situation? Ich habe das meinem Chef schon im Bewerbungsgespräch zugesagt, dass ich den Führerschein zeitnah machen werde. Und habe dann auch den Fahrlehrer kennengelernt. Ich habe ihm auch schon vor der ersten Fahrstunde von meiner Fahrangst erzählt, dass es für mich im Auto eine maximale Stresssituation ist, dass ich Angst habe, die Kontrolle zu verlieren hinterm Steuer. Als sie einer Nachbarin, die dort ihren Führerschein gemacht hat, von der Fahrschule erzählt, warnt sie Elisa. Sie meinte, da hat meine Freundin den Führerschein gemacht, da musst du aufpassen, da ist ein Fahrlehrer, der auch die Mädchen anfasst. Und meine Antwort war, ja, das macht er bestimmt nur bei den jungen Mädels, bei mir wird er sich das nicht trauen. Und wenn er sich doch traut, dann macht er das einmal und nie wieder. Ich werde ihm dann schon sagen, was er zu tun und zu lassen hat, das lasse ich mir nicht gefallen. Und ich bin auch fest davon ausgegangen, dass es so sein wird, dass ich mich wehren kann. Gleich in der ersten Fahrstunde erklärt Manfred K. Elisa, wie er als Fahrlehrer vorgeht. Da hat er mir gesagt, dass es sein kann, dass er mich anfassen muss. Dass er mir einfach manche Griffe besser zeigen kann, wenn er mir das demonstriert durch Berührungen. Meinte, es wird mal an der Hand sein oder mal am Arm. Dass ich nicht denken soll, dass er mich anmachen möchte. Und dass es nicht übergriffig gemeint wäre. Es wäre bei jedem Fahrschüler so und das wäre einfach normal innerhalb der Fahrschulausbildung. Hier am Schützenplatz wird Manfred K. dann schnell konkret. Und da hat er mich gefragt, ob er mich berühren darf. Ich habe dann natürlich ja gesagt und da war die erste Berührung so an der Hand. Er hat mir gezeigt, wie ich das Lenkrad einstellen muss und genau danach haben wir das Anfahren geübt. Und da hat er das erste Mal beim Gasgeben seine Hand hier in meinem Oberschenkel gehabt und Gasgeben demonstriert durch Zudrücken. Das war unangenehm, aber ich wollte auch nicht denken, dass es nicht normal ist. Ich wollte mir einreden, dass es dazugehört. Ich hatte ja keine Erfahrung damit. Die Berührungen nehmen zu. Und sie werden immer intimer und stärker. Immer mehr ehemalige Fahrschülerinnen melden sich auf die Anfrage von Andreas Haubrich. Sie alle berichten über die unangenehmen Berührungen. Aber auch davon, wie schwierig es ist, in der jeweiligen Situation souverän zu reagieren. Es waren Ampeln, es waren Geschwindigkeiten. 50 km/h kam mir damals noch unglaublich schnell vor. Rechts vor links der Gegenverkehr. Ich hatte Angst, das Auto nicht anhalten zu können, dann Kuppeln schalten. Und dann habe ich permanent diese Hand auf meinem Oberschenkel gespürt, aber ich konnte mich gar nicht darauf konzentrieren. Für den Ermittler Andreas Haubrich gilt es zu beweisen, dass es sich bei den Berührungen um sexuelle Belästigung handelt. Die Schwierigkeit? Die Geschädigten haben die Berührungen zugelassen. Was glaubst du, warum du damals nicht Stopp sagen konntest? Zum einen glaube ich, dass
ich es am Anfang nicht wirklich realisiert habe, dass es nicht normal ist. Ich dachte auch, vielleicht interpretiere ich das über. Und ich habe dann den Punkt nicht gefunden, Stopp zu sagen. Ich war da schon irgendwie drin. Und ich wollte ja auch nicht, dass der Fahrlehrer mich dann schlechter behandelt oder nicht mehr mag. Für Andreas Haubrich hat das Vorgehen von Manfred K. System. Es ist eine Masche, mit der er seine Fahrschülerinnen quasi mundtot macht. Die Fahrschülerinnen haben sich sowohl für die Berührungen geschämt, dann dafür geschämt, dass sie sich nicht haben abgrenzen und ihm sagen zu können, dass sie diese Berührungen nicht wollen. Und viele haben tatsächlich dann auch durch meinen Brief und in der Vernehmung das erste Mal im familiären Kreis darüber berichtet. Und das war so ein Teufelskreis, der sich den Fahrschülerinnen dargestellt hat, dass sie mit ihrem Schicksal alleine waren. Hier am Nikolausberg kommt es zu einer Situation, in der sich Elisa plötzlich der Motivation von Manfred K. bewusst wird. Hier haben wir das Berganfahren geübt. Er hat mir gezeigt, wie ich den Schleifpunkt finde, wie sich das Auto dann anhört. Und ich habe es dann ein paar Mal probiert und nicht geschafft. Und als ich es dann geschafft habe, hat er mir mit seiner Hand über den Bauch gestreichelt und hat gesagt, das hast du jetzt hier gespürt. Wie war das für dich in dem Moment? Für mein Empfinden war die Berührung am Bauch viel intimer als die am Bein und jede andere Berührung zuvor. Und ich habe mich einfach geschämt. Ich fand es ganz schlimm. Ich wollte aussteigen, aber war ja im Auto gefangen in dem Moment. War das ein Schlüsselmoment für dich? Ja, auf jeden Fall. Da wurde mir bewusst, dass das keine professionelle Berührung mehr ist. Am Bauch braucht er mir nicht zeigen, wie ich anfahre. Die Indizien häufen sich. Lara ist eine weitere Zeugin, die sich beim Ermittler meldet. Auch sie wurde von Manfred K. unnötig lang an den Innenseiten ihrer Oberschenkel berührt. Zur Beruhigung, wie er sagte. Und auch sie erlebt auf einer Überlandfahrt eine Art Schlüsselsituation. Hier an der Burg Plesse in Göttingen zeigt ihr der Fahrlehrer plötzlich, dass er mehr will als nur Berührungen. Und dann sind wir hier hochgefahren und dann meinte er in einer Parkbucht, ach komm, wir steigen mal aus. Und ich meinte schon, nee, ungern, ich würde gern weiterfahren. Und dann meinte er, nee, komm, wir steigen mal aus. Lara fühlt sich unwohl in dieser Situation. Ich hatte immer schon dann Ausschau gehalten nach anderen Leuten. Es war noch ein anderes Paar dort, was ich dann auch immer wieder fixiert habe, um zu wissen, okay, hier sind noch andere. Und dann nach ein paar Minuten meinte er, wir können ja mal auf die andere Seite weiter nach hinten gehen. Meinte ich, nee, ich möchte nicht. Doch Manfred K. lässt nicht locker. Lara weiß sich nicht anders zu helfen, als eine Ausrede zu erfinden. Nachdem ich ihn nicht überreden konnte, meinte ich dann, weil es angefangen hatte zu nieseln in dem Moment glücklicherweise, dass ich nicht möchte, dass meine Haare nass werden. Ich habe gesagt, an dem Tag hatte ich meine Haare geglättet. Wenn ich jetzt im Regen stehe, werden meine Haare sich wieder locken. Und das möchte ich nicht. Und daraufhin sind wir dann zurück zum Auto gegangen. Wobei er dann noch seinen Arm über meine Schulter gelegt hatte, also auch diese Privatsphäre gar nicht irgendwie eingehalten hatte, auch viel zu nah schon. Und dann, als ich irgendwie versucht habe, mich mit Ruckeln, so leichtes Ruckeln durch Lachen oder so loszureißen, ist er dann mit seiner Hand auch noch über meinen Po gestrichen. Außerdem erklärt Manfred K., dass er sie wie alle anderen Fahrschülerinnen Mäuschen nennen müsse. Er könnte sich keine Namen merken, das sei so einfacher. Für Ermittler Andreas Haubrich trägt diese intime Anrede dazu bei, die Fahrschülerinnen einzuschüchtern. Ich denke auch, dass dieser Kosename ganz bewusst dazu benutzt worden war, das Machtverhältnis in diesem Fahrschulfahrzeug eindeutig zu definieren. Also nicht nur der Altersunterschied und die natürliche Autorität, sondern auch das Machtverhältnis durch diesen Kosenamen und das Herabwürdigen der Persönlichkeit der Fahrschülerinnen. Nach Aussagen mehrerer Zeuginnen macht Manfred K. wiederholt auch verbale sexuelle Anspielungen. Er spielt auf das Thema Geschlechtsverkehr an. Ja, in einigen Fällen driftete die Kommunikation im Fahrschulauto in den privaten Bereich, in einen scham- und grenzverletzenden privaten Bereich, in dem er sich für zum Beispiel die Freunde der Fahrschülerinnen interessiert hat, gefragt hat, hast du einen Freund? Hat gesagt, du könntest doch auch mich als Freund nehmen mit der Begründung. Und die Fahrschülerin hatte dieses Zitat im Kopf, ich habe das jetzt auch noch im Kopf, auf alten Schiffen lernt man besser segeln, um sich dann auch als potenzielle Option einer Beziehung ins Gespräch zu bringen. Für Andreas Haubrich ist klar, die von den Zeuginnen geschilderten Berührungen zusammen mit der Kommunikation im Fahrschulauto zeigen, dass er in seinem Tun ganz klar eine sexuelle Motivation verfolgt hat, dass das eigentlich das vorrangige Ziel der Kommunikation im Auto gewesen ist,
dass er dabei egoistisch eigene Ziele verfolgt hat, ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten, die Motivation und die Gefühle der Fahrschülerin zu nehmen. Elisa und Lara wechseln schließlich den Fahrlehrer. Eine Anzeige erstatten sie nicht. Erst als Andreas Haubrich auf sie zukommt, sprechen sie über das Erlebte. Für den Ermittler gibt es hier Handlungsbedarf. Da muss auf jeden Fall Aufklärungsarbeit geleistet werden, dass immer dann, wenn ich mich unwohl fühle in diesen Situationen, ich auch daran denken muss, dass dieses Unwohlfühlen nicht nur ein subjektives Gefühl ist, sondern auch einen Straftatbestand bedeuten könnte. Von 26 angeschriebenen Fahrschülerinnen melden sich 17 bei Ermittler Andreas Haubrich zurück. Er übergibt ihre Aussagen an die Staatsanwaltschaft des Amtsgerichts Göttingen. Dem Beschuldigten wird ja eine sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die sexuelle Belästigung beinhaltet, dass man jemanden körperlich berührt haben muss mit einer sexuellen Motivation. Was allerdings wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass Berührungen, die sexuell motiviert sein können oder auch nicht, also ambivalente Handlungen, dass man dann als Richter oder Richterin schauen muss, haben die einen sexuellen Hintergrund. Und da kommen natürlich die Äußerungen, die die Person in diesem Moment tätigt, kommen der natürlich eine große Bedeutung zu. Aufgrund der eindeutigen Aussagen über die Berührungen im Zusammenhang mit dem Verhalten und der Kommunikation von Manfred K., erlässt das Amtsgericht Göttingen einen Strafbefehl wegen sexueller Belästigung durch Berührung in 33 Fällen im Zeitraum von März 2018 bis September 2020. Wenn die Beweislage eindeutig ist, wie im Fall von Manfred K., legt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl eine Strafe fest, die dann ohne Hauptverhandlung erlassen wird. Aber Manfred K. erhebt wider Erwarten Einspruch gegen die Vorwürfe. Ich verstehe nicht ganz genau, warum Manfred K. Einspruch erhoben hat. Also warum wollte er ein öffentliches Verfahren? War ihm das nicht peinlich? Der Beschuldigte hat nicht abgestritten, dass er gelegentlich Fahrschülerinnen mit seiner linken Hand auf das Bein gefasst hat. Hat allerdings gesagt, er habe dieses getan, um ihnen Hilfeleistung zu geben. Außerdem hat er angegeben, dass er vorher immer um Erlaubnis gefragt hat, bevor er den Damen aufs Bein gefasst hat. Warum hat Manfred K. den Strafbefehl angefochten? Dazu bitten wir ihn und seinen Anwalt um Stellungnahme. Doch Manfred K. will sich nicht äußern. Sein Anwalt sagt uns mit dem Verweis auf seine Schweigepflicht ab. Es kommt zum Prozess. Die Zeuginnen müssen die Aussagen, die sie bei der Polizei gemacht haben, noch einmal vor Gericht wiederholen. Für die jungen Frauen ist es eine traumatische Erfahrung. Doch Lara und Elisa bringen den Mut auf. Im Januar 2022 sagen sie gegen Manfred K. aus. Lara erinnert sich. Ich war eher froh, dass ich die Möglichkeit bekomme, auszusagen. Und auch, dass jemand da so stark war und zur Polizei gegangen ist. Und dann konnte ich mich da relativ gut drauf vorbereiten und habe dem eher positiv entgegenblicken können, dass ich da gegen ihn aussage. In den ersten zwei Prozesstagen sagen 11 Fahrschülerinnen und ein Fahrschulleiter vor Gericht aus. Zum dritten Tag kommt es nicht mehr. Manfred K. zieht seinen Einspruch zurück. Wenn man Einspruch einlegt, dann findet diese Hauptverhandlung statt und es steht im Gesetz, dass der Beschuldigte bis zum Ende der Hauptverhandlung auch diesen Einspruch zurücknehmen kann. Für Manfred K. hätte ein Abschluss der Hauptverhandlung auch zur Folge haben können, dass die Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe als im Strafbefehl vorgesehen festsetzt. Zum Beispiel, wenn noch neue, weitere Vorwürfe gegen ihn erhoben worden wären. Durch den Rückzug des Einspruchs bleibt es dann aber beim festgelegten Strafmaß. Am 14.01.2022 wird der Strafbefehl rechtskräftig. Manfred K. wird wegen sexueller Belästigung durch Berühren zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung und zu einer Geldauflage von 4.000 Euro verurteilt. Das Geld muss er an ein Frauenhaus in Göttingen zahlen. Außerdem wird ihm seine Fahrerlaubnis entzogen. Aber wäre es dir lieber gewesen, wenn euch quasi der Prozess erspart worden wäre? Ich glaube, wenn er das angenommen hätte, diesen Strafbefehl, dann wäre das alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Und so war das schon in der Presse, es war in der Zeitung, man hat drüber gesprochen, die anderen Fahrschulen wussten Bescheid. Und für uns das Allerwichtigste, dass er nicht mehr als Fahrlehrer arbeiten darf. Das ist das, was mir Mut und Hoffnung gibt. Durch den Mut von Elisa, Lara und weiteren Zeuginnen konnte vor Gericht bewiesen werden, dass es sich bei den Berührungen um sexuelle Belästigung handelte. Wenn du dir unsicher bist, ob Berührungen oder die Kommunikation von Lehrern, Trainern, Vorgesetzten oder Ähnlichem angemessen sind, du dich unwohl dabei fühlst und sie dir unangenehm sind, dann geh zur Polizei und sprich auch mit FreundInnen darüber. Hast du schon mal Machtmissbrauch erlebt? Wenn du magst, erzähl uns in den Kommentaren davon.
Und wenn du sexualisierte Gewalt erfahren hast und Hilfe brauchst, haben wir in der Videobeschreibung die Nummern und Seiten von Hilfsorganisationen aufgeschrieben. Hier links oben kommst du zu einem weiteren Fall von uns. Und darunter kommst du zu Ultraviolett Stories. Ich wurde von unseren Kolleginnen eingeladen, von meiner Undercover-Recherche im Löschteam einer großen Pornoseite zu erzählen.